Hallo und herzlich willkommen im Primetime-Kino von Premiere. Der Golden Globe der Musikbranche heißt World Music Award. Schon zum zweiten Mal findet dieser in Monte Carlo statt, wo die begehrte Trophäe für die erfolgreichsten Interpreten und die meistverkauften Alben vergeben wird. Premiere lädt sie jetzt exklusiv ein zur Glamour-Gala des Who is Who der Musikbranche. Durch die Veranstaltung führen Natalie Cole und Jean-Claude Van Damme. Gute Unterhaltung bei den World Music Awards 1996 aus Monte Carlo. Das Fürstentum von Monaco an der Côte d'Azur. Groß ist es nicht und so besonders hübsch ist es auch nicht, aber dieser Tage hat es eine unglaubliche Prominentendichte zu bieten. Der Grund dafür, die World Music Awards, die bereits zum sechsten Mal hintereinander hier aufgeführt werden, unter der Schirmherrschaft von Prinz Albert von Monaco. Herzlich willkommen zu einem weiteren Special bei Premiere. Ich kann Ihnen einen glamourösen Abend versprechen mit vielen Stars und viel Musik. Warum so viele Stars da sind, das hat auch noch einen anderen Grund. Man hat den Termin geschickt platziert. Gleich danach finden in Cannes, Nachbarort, die Filmfestspiele statt und danach der Grand Prix von Monte Carlo. Es sind wirklich alle da, von Film, Funk, Fernsehen und natürlich jede Menge Musiker. Einer ist auch da, das kann ich Ihnen auch versprechen. Ich habe ihn schon gesehen. Er trägt wahrscheinlich Trauer noch wegen seiner kaputten Ehe mit schwarzem Mundschutz. Der King of Pop, Michael Jackson. Jetzt aber viel Spaß bei den World Music Awards. Einer Newcomer-Band aus South Carolina, Hootie and the Blowfish. Ihn stießen sie 1995 von seinem Thron. Mit ihrem Debüt Cracked Rearview gelang ihnen ein Nummer-1-Hit und sie verdrängten Michael Jackson. 11 Millionen Mal verkaufte sich ihr Album. Immer wieder Rufe nach Michael, dem King of Pop, aber noch ist es nicht so weit. Ciao, grazie. Ciao, thank you. To present our next award, we have two tents. Ladies and gentlemen, Bo Derek, die ewige Nummer 10 und Schmuseopa Tony Bennett werden den nächsten Preisträger ankündigen. Bo Derek beschwert sich über den entgangenen Schlaf. Die Fans von Michael Jackson umlagerten Tag und Nacht das Hotel de Paris, wo er abgestiegen war. Aber sonst sei es sehr nett hier. None of us can sleep in the city because of Michael and all the people who love him. They're all outside the window all night long. Die ganze Nacht lang würden die Fans nach Michael schreien vor dem Hotel. Otherwise, it's really nice to be here, isn't it, Tony? Nice. I'm on the French Riviera. I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe. You love.
Zurück im Sternensaal von Monte Carlo kündigt Jean-Claude Van Damme nun Prinzessin Stephanie von Monaco an. Sie wird den Stargast, den eigentlichen großen Stargast des Abends, ankündigen. Champions of Magic. It is my honor to introduce Her Serene Highness Princess Stephanie of Monaco. December 1st, 1982, was the first of many thrilling days in the record stores of the world. The second solo album from Der 1. Dezember 1982 war ein Tag, der in die Popgeschichte einging. An diesem Tag nämlich veröffentlichte Michael Jackson sein Album Thriller. Und allein die Erwähnung dieses Namens sorgt für Tumult im Saal, wie man hört. Bis Weihnachten hatte es bereits 1 Million Mal verkauft, dieses Album. Ein Jahr später bereits 10 Millionen Mal. Doch noch dauert es ein bisschen, bis Stephanie weiterfahren kann in ihrem Text. Okay, all right. Provocatively entitled Thriller was officially released. By Christmas, it had sold more than 1 million copies. By the end of the following year, that figure had been multiplied by 10. What did it take to create the most popular album of all time? Thriller hat alle Rekorde gebrochen. Michael Jackson wurde damit endgültig zum einzigen Megastar des Planeten. Ihre Hoheit, Prinzessin Stephanie von Monaco, schwärmt zu Recht von Michael Jackson, auf den alle, also wirklich alle hier im Saal, so sehnsüchtig gewartet haben. Doch noch ist es nicht soweit. Zuerst sehen wir eine kurze filmische Biografie. I started thinking about the greatest performing artist that I've ever seen. He is probably the most famous person on the planet, God help him. He has also sold more records than anybody on the planet. And he has also written, recorded and performed some of the most glorious music in the pop canon. Well, he is what the French like to call a monstre sacré, a sacred monster, someone who's completely unique. Michael's Bad and Dangerous World Tours have created incredible excitement and emotion, an unprecedented magical global love. Thank you.
special music award to the man who created the world's best-selling album of this and any other time. Ladies and gentlemen, the king of pop, Michael Jackson. Tja, was sagt die Prinzessin den König an? Für das meistverkaufte Album aller Zeiten, Thriller, holt sich Michael Jackson hier seinen World Music Award ab. Und ich muss sagen, mit dem kleinen Jungen von damals, von den Jackson 5, hat dieser Mann wirklich nichts mehr zu tun. I love all the fans with all my heart. Thank you very much. Thank you, Princess Stephanie. It's great to be here, back Monte Carlo, and I want to thank everyone connected with the World Music Awards. Da hat er ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Mikrofonständer. Prinzessin Stephanie hilft, sie ist ja doch die kräftigere. Thriller was and still remains a special part of my life. I'm grateful for the acceptance of my efforts throughout the world from my fans. I love you. All the world over. Thank you, Sony. I love you more. Tja, er besteht drauf, er liebt seine Fans mehr als sie ihn. Thank you very much, Royal Highness. Ladies and gentlemen, please welcome supermodel Nadja Auermann. Nadja Auermann. Natalie Cole übergibt nun an den Schirmherrn der World Music Awards, seine königliche Hoheit, Prinz Albert von Monaco. A living example of the strong ties between Monaco and the United States. He is the descendant of princes on this side of the ocean and artistic royalty on the other. It is my great honor to introduce our princely patron, His Serene Highness, Prince Albert of Monaco. Good evening. On behalf of everyone here in Monaco, it's a pleasure to once again. Man möchte es nicht glauben, aber dieser Mann ist ein glühender Freund von Popmusik. Prinz Albert betont noch einmal die Hintergründe dieser Preisverleihung. Ausgezeichnet werden die Künstler, die uns mit ihren Hits das Leben verschönern, die Stimmungen und Emotionen für uns, die Hörer, zum Ausdruck bringen. Eine schöne Überleitung zu dem Mann, der uns einen echten Thriller beschert hat und damit weit über 500 Millionen Mal verkaufte Michael Jackson. To be a part of this ceremony. But this year, it's a thriller. Our next awards go to the man who created the best-selling record of all time, Thriller, as well as other albums that have sent his sales totals soaring beyond the 500 million mark. He is the acknowledged master of the video, a pioneer whose short musical films are received with the anticipation of a major Hollywood release. His personal appearances draw in the hundreds of thousands the world over, and when they are televised, are global satellite events. His work on behalf of charities and people of all races and religions remains unflagging. He joins us tonight. Jetzt endlich bekommen die Fans im Saal, worauf sie gewartet haben, freuen auch sie sich auf den Auftritt des King of Pop von Michael Jackson. The Earth itself. Ladies and gentlemen, Michael Jackson. Thank you.
Thank you.
Did you know that in every tropical rainforest, the size of 6 football fields is burned every minute? Did you know that every hour, 300 children die from hunger all over the world? I believe in us as a people. I know we can make a difference. I love you all with all my heart. Viele ein Traum in Erfüllung, Michael Jackson zum Greifen nah. Die Kinderlein kommen und umarmen ihren König. Er greift in das hin, wie gesagt, und da sagt meine Geliebte noch, ich soll keine weißen Socken tragen. My pleasure to present the World Music Awards for World's Best-Selling Pop Male and World's Best-Selling R&B Male. Für das meistverkaufte Pop-Album aller Zeiten bekommt hier den Preis vom Prinz persönlich. Da entschuldigt sich auch dafür, dass ein bisschen geweint hat, aber das nimmt ihm keiner so richtig übel. Thank you very much. I love you more, much more. These awards from you and the World Music Awards are very special to me. As a person who loves and adores and has concern for people of all nationalities and ethnic origins, my music serves as my way of making mankind aware of the inquisitives that exist against all people. Michael betont noch einmal, dass mit seiner Musik auf die Missstände dieser Welt hinweisen möchte. Und noch eine etwas kryptische Äußerung, sagt, sei kein Antisemit. And do me a favor, don't read the tabloids. Und tut mir einen Gefallen, ruft er seinen Fans noch zu, glaubt nicht, was in der Presse über mich steht. Ich liebe euch alle. And this is our future right here. I love you. Würdigen Nachfolger von ABBA, Ace of Base. To all of our fans all over the world. Hi everybody, see you soon. And I would also like to say to Michael Jackson's fans that I love him too! Good evening. Our next award winner has been making history since he stepped into the recording. Und noch ein Award für Michael Jackson, der auch mit seinem jüngsten Album History Book One mehr verkauft hat als andere, auch wenn die Zahlen von Thriller wohl nicht einmal von ihm selbst mehr zu toppen sind. It's called History Book One because his story keeps on going on and on. I'm especially happy to present him with this World Music Award representing his sales in his own country. The world's best-selling American male artist, ladies and gentlemen, Michael Jackson. Tja, wenn schon mal da ist, dann muss natürlich auch kräftig kassieren und preisen natürlich.
I love you very much. I just say thanks. I love you more. Er besteht drauf. Thank er liebt seine Fans Albert, mehr als sie ihn. The royal family, I love you. Thanks to my Sony family, Bob Jones, Gary Putney, and all of my fans, I love you. And Charles Bobbitt, thank you. Wie in jedem Jahr ist es das Vorrecht des Prinzen, einen Sonderpreis zu vergeben. Er setzt an mit der Ehrung einer Frau, deren Karriere eine wahrlich amerikanische Erfolgsstory ist und deren Musik Generationen von Nachfolgern beeinflusst hat. As in years past, our hosts truly represent all that is best and most charming about Europe and America. And now, I have the honor of presenting a very special award to a woman whose talent and style has influenced a generation of performers, including more than a few of our winners tonight. Hers is one of the great American success stories, the kind that inspire legends. She came out of a low-income housing project in Detroit. Geboren wurde sie in Detroit, in ärmlichsten Verhältnissen, und von dort aus setzte sie an zu einer beispiellosen Karriere als Model, Filmstar und Sängerin. Als solche begeistert sie noch heute. Ihr Name ist Diana Ross. In a business where huge stars come and go in a season, her star has shone for more than 30 years, and its glow is undiminished. She continues to produce new and exciting material that connects with fans of all ages. Her music speaks for itself. So now, why don't we let it? Ladies and gentlemen, our special honoree, Miss Diana Ross.
This one is dedicated to you. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. Do you know this song? I learned how to get along. Should have changed that stupid lock. Should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. So I knocked, walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Diana Ross, in der Tat eine Soul-Legende. Unglaublich, was diese Frau noch auf den Kasten hat. Wir werden das Alter hier diskret schweigen. Trotzdem unglaublich. He's being very serious now. We have to say a few words. It is my distinct pleasure to present this World Music Award for her lifelong contribution to the music industry, to the one and only Diana Ross. Thank you so much. I don't deserve this because I'm too young. Is it over now? Tja, für das Lebenswerk ausgezeichnet zu werden, das hat natürlich immer so einen bitteren Nebengeschmack. Heißt das, dass man jetzt aufhören muss? Fragte sich zu Recht, aber Michael Jackson weiß, wie sowas ist. Er wurde vor 2 Jahren für sein Lebenswerk ausgezeichnet und er macht ja auch noch fleißig weiter. Okay, anyway, we have to say goodnight before a few countries declare independence and we have to hand out more awards. We've had a great time. I don't want to go. I will survive. Keep listening to music. I will survive. It makes the world a better place. Okay. Thank you, Natalie, to making tonight unforgettable. Oh, my pleasure. On behalf of my family and the people of Monaco, congratulations to all our winners. Da bedanken sich alle nochmal, allen voran der Prinz, und er lädt uns ein fürs nächste Jahr. Tja, das war's aus dem berühmten Sternensaal des Sporting Club hier in Monte Carlo, die 6. World Music Awards. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht.